In diesem Video geht es um Symmetrieeigenschaften von Funktionsgraphen und dabei werden wir von zwischen zwei Symmetrieeigenschaften unterscheiden. Einmal haben wir hier eine Symmetrieeigenschaft, hier der blaue Graph hat, die sogenannte Achsensymmetrie, und zwar bezüglich der Y-Achse. Das bedeutet, wenn wir den Graphen jetzt an der Y-Achse spiegeln würden, würden wir den Graphen selbst wiederbekommen. Hier als Symbolbild ein Tannenbaum. Dieses Bild ist auch hier an dieser Achse achsensymmetrisch. Die zweite Symmetrieeigenschaft, die es geben kann, ist eine sogenannte Punktsymmetrie. Stellvertretend dafür hier der rote Graph. Würde man ihn an dem Koordinatenursprung, also an dem Schnittpunkt beider Achsen, um 180 Grad drehen, würden wir auch wieder den gleichen Graphen bekommen. Und hier stellvertretend dafür als Symbolbild dieses Zeichen hier, bis auf die Farben würde man das Bild hier um 180 Grad drehen, würde man auch das gleiche Bild bekommen. So, bevor wir jetzt mit der Formulierung von mathematischen Sätzen starten, würde ich gerne einmal das ein wenig erkunden. Ich habe jetzt hier Graphen von drei Funktionen mitgenommen. Als in Erinnerung, hier kann man bei den jeweiligen Summanden auswählen, ob sie zu der Funktion gehören, ja oder nein. Bei der schwarzen Funktion nehmen wir gar keine Summanden mit. Das bedeutet, f von x ist immer gleich 0. Und hier haben wir den Graphen von der schwarzen Funktion. Der blaue Graph, da haben wir den Term mit x hoch 4, x² und x hoch 0 mitgenommen. Und bei den roten Graphen haben wir x hoch 3 und x hoch 1 mitgenommen. Es fällt auf, dass der blaue Graph achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse ist und der rote Graph punktsymmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs ist. Die schwarze Funktion hat einen besonderen Stellenwert. Ich würde diesen Graphen als einen Joker-Graphen bezeichnen. Wenn man diese Linie um 180 Grad an dem Koordinatenursprung dreht, bekommt man wieder dieselbe schwarze Linie. Und wenn man diese Linie an der Y-Achse spiegelt, bekommt man die auch. Das bedeutet, die Nullfunktion mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich 0 ist sowohl achsen- als auch punktsymmetrisch. Bei vielen Überlegungen, die gleich folgen werden, werden wir diese Nullfunktion auch separat behandeln müssen, weil sie ja beide Eigenschaften aufweist. Wenn man jetzt die Bestandteile von der blauen Funktion sich anschaut, stellt man fest, da kommen nur Potenzfunktionen mit einem geraden Grad. Wenn man sich jetzt nur zum Beispiel eine Funktion von Grad 4 anschaut oder nur eine Funktion von Grad 2, sieht man auch, dass die Bestandfunktionen, die zugehörigen Potenzfunktionen, die Eigenschaft Achsensymmetrie auch haben. Und es liegt nahe zu behaupten, dass wenn wir Potenzfunktionen haben, die von einem geraden Grad sind, sind die Graphen sowieso schon achsensymmetrisch. Und wenn man sie dann addiert, bleibt die Achsensymmetrie erhalten. Bei den Graphen mit der Punktsymmetrie haben wir ungerade Potenzen von x. Das bedeutet, das sind Potenzfunktionen eines ungeraden Grades. Und auch hier ist die Vermutung nahe, dass die Potenzfunktionen, die die Eigenschaft der Punktsymmetrie aufweisen, die an die Summe sozusagen weitergeben. Und diese Vermutung ist auch richtig. Tatsächlich liegt es an dieser Eigenschaft, dass diese ganz rationalen Funktionen, die als Summe von, ich nenne die symmetrischen Funktionen, da sind, oder genau, symmetrischen Funktionen, jetzt egal ob Punkt- oder Achsensymmetrie, dass diese Eigenschaft durch Addition weitergegeben wird. Es soll darum gehen, das mathematisch sauber zu formulieren. Einmal die Arbeitsweise von Mathematikerinnen und Mathematikern nachzuvollziehen und schauen, welche Schritte gemacht werden müssen, wenn man jetzt diese Vermutung hat.
Und einmal möchte ich hier zeigen, wie viel Arbeit in dem Beweis dieser ziemlich einfachen Aussage auch stecken kann. Was man nämlich noch an dieser Stelle beweisen muss, ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, eine Funktion mit einem punktsymmetrischen oder achsensymmetrischen Graphen zu konstruieren, ohne dass diese Exponenten nur gerade oder nur ungerade sind. Wenn man etwas beweisen möchte, ist es schwierig, mit Graphen zu argumentieren. Deshalb muss man versuchen, diese Eigenschaft Symmetrie bezüglich der Y-Achse bzw. bezüglich des Koordinatenursprungs anders zu formulieren. Deshalb gucken wir uns noch ein Beispiel an. Und zwar habe ich jetzt eine Funktion genommen mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x², eine Normalparabel. Dieser Graph hat die Eigenschaft, dass er achsensymmetrisch ist bezüglich der Y-Achse. Und ab jetzt werde ich von der Achsensymmetrie sprechen und die Y-Achse weglassen, aber diese Achse ist immer da gemeint. Wenn man sich jetzt, ich habe noch den zweiten Graphen, eine rote Funktion mit der Funktionsgleichung g von x ist gleich 1/2 x/3 und dieser Graph ist punktsymmetrisch. So, wenn wir uns die Werte von der Funktion f einmal angucken, aber eine kleine Wertetabelle, stellt man fest, dass wenn wir jetzt hier die Werte an der 0 spiegeln, sehen sie gleich aus. Man kann das, was hier in dieser Tabelle so steht, das mathematisch so formulieren, dass wenn ich das Negative von x einsetze in die Funktion f, bekomme ich das gleiche heraus, als wenn ich das Positive eingesetzt hätte. Also egal, ob ich jetzt hier minus 2 habe oder 2, mein Funktionswert ist jeweils 4. Bei der roten Funktion sieht das ein wenig anders aus. Hier sehen die Zahlen betragsmäßig gleich aus. Es ändern sich aber die Vorzeichen. Und das kann man hier mathematisch formulieren als, wenn ich das Negative einsetze, bekomme ich den negativen Wert, als wenn verglichen damit, wenn ich hier was Positives eingesetzt habe. Ja, f von 2 ist 4 und f von minus 2 ist dann hier die 4 mit dem Minuszeichen. So könnte man sich das hier vorstellen. Ja, das, was wir hier sehen, wollen wir dann gleich zu einer Definition machen und damit formulieren, was wir eigentlich mit der Eigenschaft symmetrisch bezüglich der Y-Achse oder punktsymmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs meinen. Kommen wir also zu den Definitionen. Eine Funktion f heißt achsensymmetrisch bzw. gerade, das ist auch das Wort, was eher dafür verwendet wird, falls für alle Elemente aus der Definitionsmenge von f folgendes gilt: f von minus x ist gleich f von x, beziehungsweise die heißt punktsymmetrisch oder ungerade. Auch hier das Wort ungerade ist eigentlich das, was man öfter in diesem Zusammenhang verwendet, wenn für alle Elemente aus der für alle Argumente aus der Definitionsmenge von f f von minus x ist gleich minus f von x gilt. So, nun haben wir die Definition der Symmetrie und jetzt möchte ich noch den Beweis skizzieren, was wir eigentlich tun wollen, um zu zeigen, dass das, was wir vermutet haben, auch gilt. Wir möchten zuerst zeigen, dass die Potenzfunktionen, wenn sie von geradem Grad sind, dass sie achsensymmetrisch sind, beziehungsweise wenn sie von einem ungeraden Grad sind, dass sie punktsymmetrisch sind. Dann müssen wir zeigen, dass wenn wir diese Potenzfunktionen, die gerade sind, miteinander addieren, dass wir dann eine ganz rationale Funktion bekommen, die achsensymmetrisch ist. Beziehungsweise wenn wir jetzt Potenzfunktionen ungeraden Grades nehmen, dass wir dann eine punktsymmetrische Funktion bekommen. Dazu müssen wir noch sauber definieren, was wir eigentlich mit der Addition von Funktionen meinen. So, das ist sozusagen die eine Hälfte. Die zweite Hälfte ist, wir müssen zeigen, dass es ausgeschlossen ist, dass wenn wir eine gerade oder ungerade
Potenzfunktion haben, dass es dort keine ungemischten Exponenten, dass es da keine gemischten Exponenten gibt, ne? Also dass es keine achsensymmetrische Funktion gibt, wo irgendein Exponent ungerade ist, zum Beispiel. Und in vielen Fällen ist es gar nicht so einfach, in der Mathematik zu zeigen, dass etwas nicht gilt. Okay, kommen wir zu der weiteren Definition. Damit sollte man starten, bevor man jetzt irgendwelche Sätze formuliert. Und zwar die Definition der sogenannten Summe zweier Funktionen. Wir haben zwei Funktionen f und g, die den gleichen Definitionsbereich haben. Warum das wichtig ist, sehen wir gleich. Dann ist die Summenfunktion f plus g, und dieses f plus g ist eine neue Funktion. Also das ist wirklich ein Element, das durch diese drei Zeichen hier gegeben ist. Ich habe mich dafür entschieden, die Summenfunktion dann mit einem etwas dickeren Pluszeichen darzustellen, damit wir zwischen den altbekannten Pluszeichen und diesem neuen Pluszeichen unterscheiden können. Und die Summenfunktion wird durch ihre Funktionsgleichung gegeben, und diese neue Funktionsgleichung bezieht sich auf die auf die alten Funktionsgleichungen von f und g. Also die neue Funktionsgleichung lautet f plus g von x ist gleich f von x plus g von x. Und an dieser Stelle ist wichtig, dass f und g den gleichen Definitionsbereich haben, weil alles, was wir in x einsetzen können, müssen wir auch in g einsetzen können und andersherum. Das sieht hier an dieser Stelle sehr abstrakt, deshalb gucken wir uns ein Beispiel an und sehen, wie einfach diese Summenfunktion eigentlich definiert ist. Und zwar nehmen wir eine Funktion f mit dieser Funktionsgleichung und g mit dieser. Und die Summenfunktion lautet dann f plus g von x. Und dann nehmen wir die Vorschrift von f, 2x² plus 7, taucht hier nochmal auf, plus 3x minus 5, das ist das hier. Und dann kann man noch Dinge zusammenfassen. Etwas von Grad 2 ist nur einmal da, mit Grad 1 ist nur einmal da. Aber wir haben hier zwei Dinge von Grad 0. Die 7 und minus 5 kann man zusammen zu 2 zusammenfassen, sodass wir insgesamt 2x² plus 3x plus 2 haben. Okay, mit den Definitionen sind wir nun fertig. Jetzt geht es darum, unsere Argumentation anzufangen. In der Mathematik ist es oft so, dass, damit man jetzt den Überblick nicht verliert, dass man die Argumente, die man vortragen möchte, in kleinere Sätze verpackt. Man spricht da gerne von Lemmata oder von Hilfssätzen. Ich entschied mich hier bei der Vorbereitung für das Wort Hilfssatz. Und kommen wir zu dem ersten Hilfssatz. Und zwar Summe achsensymmetrischer Funktionen, und das kürze ich mit Hilfssatz 1 ab. Und worum geht es in diesem Satz? Wir haben zwei Funktionen, also seien f und g zwei Funktionen, die den gleichen Definitionsbereich haben. Warum? Weil wir die addieren wollen. So, und jetzt unterscheiden wir zwei Fälle. In dem ersten Fall seien f und g mit blablabla, beide achsensymmetrische Funktionen. Dann ist ihre Summenfunktion f plus g, und hier kürze ich das einmal mit h ab, dann ist es gleich etwas übersichtlicher, auch eine achsensymmetrische Funktion. Und der zweite Teil des Satzes im Prinzip das gleiche, nur achsensymmetrisch wird durch punktsymmetrisch ersetzt. Das bedeutet, seien Funktionen f und g mit hier diesen gleichen Definitionsbereichen beide punktsymmetrische Funktionen, dann ist ihre Summenfunktion h gegeben als hier die Summe f plus g, auch eine punktsymmetrische Funktion. Ja, wenn wir das gezeigt haben, sind wir einen Schritt weiter, dann können wir argumentieren, wenn die Summanden einer Funktion alle achsensymmetrisch oder punktsymmetrisch sind, dann können wir auch sagen, dass die Funktion insgesamt entweder achsensymmetrisch oder punktsymmetrisch ist. Nun müssen wir zeigen, dass der Fall ist, alles was wir wissen ist, f und g sind entweder beide achsensymmetrisch oder beide punktsymmetrisch.
Das werden wir auch bei dem Beweis verwenden. So, beweisen wir zuerst die erste Aussage. Wir starten, also was müssen wir überhaupt zeigen? Wir müssen zeigen, dass h von minus x gleich h von x ist. Ja, das die Eigenschaft Achsensymmetrie nach unserer Definition gegeben ist. Also gucken wir uns an, was ist eigentlich h von minus x? Das ist nichts anderes als die Definition von dieser Summenfunktion f plus g von minus x. Was diese Summe ist, haben wir gerade gesagt, das haben wir definiert. Das ist f von minus x plus g von minus x. Nun kommen wir zu den Eigenschaften von f und g. F ist eine gerade Funktion und g ist eine gerade Funktion. Das bedeutet, f von minus x ist gleich f von x und g von minus x ist gleich g von x. Das ist egal, ob wir jetzt hier ein Minuszeichen haben, ja oder nein, unser Funktionswert ist der gleiche. Das bedeutet, ich kann hier minus x und minus x durch x und x ersetzen. Und der nächste Schritt ist, hier das Ganze sozusagen zusammen zu verpacken. F von x plus g von x ist nichts anderes als die Summenfunktion f plus g an der Stelle x. Das ist das hier. Und diese Summenfunktion, dafür haben wir einen neuen Namen, das h. Das bedeutet, das ist h von x. Also wir haben jetzt hier eine Gleichheitskette. Und insgesamt haben wir gezeigt, h von minus x ist gleich h von x. Und das ist nichts anderes als ein Beweis dafür, dass die Summenfunktion achsensymmetrisch ist. Und damit haben wir die erste Aussage bewiesen. Die zweite Aussage funktioniert genauso, wird aber nicht in die eine Zeile passen, weil da etwas mehr Minuszeichen vorkommen. Aber ist im Prinzip von der Idee her der gleiche Beweis. So, h von minus x und wieder die Definition von h, das ist die Summenfunktion von f und g an der Stelle minus x. So, nach der Definition ist dieser Wert so zu berechnen, dass wir f von minus x plus g von minus x nehmen. Nun wissen wir in dem zweiten Fall, f ist eine punktsymmetrische Funktion, eine ungerade Funktion. Und g ist auch eine punktsymmetrische, eine ungerade Funktion. Das bedeutet, f von minus x ist das gleiche was f von als minus f von x und g von minus x ist minus g von x. Das setzen wir ein. Das hier kann ich mit minus f von x ersetzen und g von minus x durch minus g von x. So, einmal hier die Klammer auflösen. Das macht hier auch diese Zeile etwas länger. So, das ist minus f von x und plus minus g von x ist minus g von x. Alles aufgelöst. Genau, jetzt müssen wir irgendwie zurück zu der Summenfunktion kommen. Wir haben schon f an der Stelle x und g an der Stelle x. Das ist schon mal ziemlich gut. Jetzt müssen wir irgendwie ein Pluszeichen da reinbekommen. Und das erhalten wir, indem wir das Minuszeichen ausklammern. Minus in Klammern f von x plus g von x ist das gleiche, was hier steht. Einfacher nachzuvollziehen, wenn wir diese Klammer auflösen. Minus f von x und dann minus g von x. Also das stimmt, dieses Gleichheitszeichen ist an dieser Stelle nicht falsch. Und dann haben wir hier wieder die Definition davon, was ist f plus g an der Stelle x. Also das hier können wir mit minus f plus g an der Stelle x ersetzen. Und f plus g an der Stelle x ist nichts anderes als h von x. Und das Minuszeichen müssen wir mitnehmen. Also ist h von minus x gleich minus h von x und das ist nichts anderes als die Eigenschaft punktsymmetrisch. Damit sind wir fertig und wenn man mit einem Beweis fertig ist, macht man das oft so, dass man hier so ein Quadrat hier zeichnet. Genau, also früher hat man irgendwie ein QED für Quod erat demonstrandum, was zu zeigen war, hingeschrieben.
Heutzutage macht man sich mit sowas eigentlich nur noch lächerlich. Also das ist das Zeichen dafür. Der Beweis ist beendet und die Leserin bzw. der Leser hat jetzt die Aufgabe, diesen Beweis nachzuvollziehen. Wir wissen schon, die Symmetrieeigenschaft, wenn beide Funktionen punkt- oder achsensymmetrisch sind, dass die Summe dieser Eigenschaft weiter vererbt. Jetzt gucken wir uns die Potenzfunktion an. Da haben wir eine starke Vermutung, dass die geraden bzw. ungeraden Exponenten dazu führen, dass eine Funktion achsen- oder punktsymmetrisch ist. Das hat ja auch etwas damit zu tun. Natürlich ist es so. So, der zweite Hilfssatz, also da gucken wir uns die Symmetrie von Potenzfunktionen an und auch da werden wir gleich zwei Fallunterscheidungen machen. Und zwar sei f eine Potenzfunktion n-ten Grades und wir haben eine allgemeine Funktionsgleichung hier mit einem Koeffizienten a und hier x hoch n. A ist eine reelle Zahl und n ist eine natürliche Zahl. So, im ersten Fall, falls n gerade ist, dann ist f eine achsensymmetrische Funktion und der zweite Fall, falls n ungerade ist, dann ist f eine punktsymmetrische Funktion. So, auch hier geht es darum, diese Aussage zu beweisen und der Beweis ist dann folgend. Wenn n gerade ist, dann muss sich n als gerade Zahl als Produkt von 2 und einer weiteren Zahl hinschreiben lassen. Also zum Beispiel 10 ist eine gerade Zahl und lässt sich schreiben als 2 mal 5. Oder 8 ist eine gerade Zahl, das ist das gleiche wie 2 mal 4. So, also ich kann eine gerade Zahl als Produkt von 2 und einer anderen natürlichen Zahl hinschreiben. So, das werde ich jetzt gleich verwenden, um zu zeigen, dass diese Achsensymmetrie-Eigenschaft für solche n's gegeben ist. Wir gucken uns an, was f von minus x ist. Das ist a mal minus x hoch n. So, das ist nichts anderes als, hier ersetzen wir n durch 2 mal k. So, jetzt kommen ein paar Potenzgesetze. Etwas mal Produkt ist das gleiche wie hoch den einen Faktor plus hoch den zweiten Faktor. Hier haben wir also a mal minus x Quadrat. Beim Quadrieren geht dieses Minuszeichen weg. Und jetzt machen wir das, was wir hier in diese Richtung gemacht haben, sozusagen rückwärts. Aus x Quadrat hoch k wird x hoch 2 mal k und 2 mal k ist nichts anderes als n. Das ist also a mal x hoch n und es ist nichts anderes als die Funktion f an der Stelle x. Also insgesamt haben wir gezeigt, f von minus x ist gleich f von x. Damit ist diese Funktion gerade achsensymmetrisch. Und wichtig dabei ist, das haben wir jetzt für alle gerade n's gezeigt, und unabhängig davon, was hier für a steht, also damit haben wir wirklich alle möglichen Fälle abgehakt. So, für n ungerade ist es ähnlich, nur da haben wir ein wenig mehr Schreibarbeit. Wenn n ungerade ist, dann muss es eine natürliche Zahl k geben, sodass man n schreiben kann als 2k plus 1. Zum Beispiel ist 9 eine ungerade Zahl und lässt sich schreiben als 2 mal 4 plus 1. 11 ist eine ungerade Zahl, 2 mal 5 plus 1 und so weiter. Und der Beweis ist dem Beweis hier sehr ähnlich. Und zwar, was ist f von minus x? Das ist a mal minus x hoch n. Hier werden wir n durch 2 mal k plus 1 ersetzen. So, und was bedeutet potenzieren? Potenzieren bedeutet mehrmals mit sich selbst multiplizieren. Und an dieser Stelle kann ich einfach schreiben, das ist a mal 2 mal x hoch k mal nochmal mit dem minus x multipliziert. So, was minus x hoch 2 mal k ist, haben wir schon an dieser Stelle gesehen. Dieses Minuszeichen geht einfach weg und das kann ich an dieser Stelle abkürzen. Das ist also a mal 2 mal
a mal x hoch 2 mal k. An dieser Stelle habe ich dieses Minus dann wegbekommen, mal minus x. Das kann man so stehen lassen, sieht aber hässlich aus, deshalb ziehen wir dieses Minus hier nach vorne. Das ist nichts anderes als Minus, kommt daher, nach vorne gezogen. A mal x hoch 2 mal k mal x. Und jetzt kann man dieses x jetzt wieder hier zusammenfassen. X hoch 2 mal k mal x ist nichts anderes als die Potenz nochmal um 1 erhöht. Also minus a mal x hoch 2 mal k plus 1. Und das ist nichts anderes als minus a mal x hoch n, weil 2 mal k plus 1 ist ja n. Und das ist nichts anderes als minus f von x. Und damit haben wir die Eigenschaft, dass eine Potenzfunktion von ungeraden Grad auch punktsymmetrisch ist. Im Prinzip haben wir die Hälfte davon, was wir beweisen wollen, damit bereits gezeigt. Also wir wissen, wenn wir jetzt nur Potenzfunktionen von geraden Grad haben und diese addieren, dann bekommen wir auch eine Funktion, die achsensymmetrisch ist und analog das für die Punktsymmetrie. Jetzt geht es darum, noch auszuschließen, dass wenn wir gemischte Exponenten haben, im Sinne gerade, ungerade, dass der Funktionsgraph dann weder achsensymmetrisch noch punktsymmetrisch sein kann. Und dazu kommt ein weiterer Hilfssatz, dass das dann auch ausschließt. Genau. Also hier nehmen wir zwei Funktionen, eine Funktion g und eine Funktion u. Und warum habe ich mich für g und u entschieden? Damit wir gleich bei unserem Beweis vor allem wissen, wofür diese Buchstaben stehen. Also seien g eine Gerade, g steht also für Gerade, und u eine ungerade Funktion. Wobei sowohl g als auch u nicht die Nullfunktion sind. Also diese Joker-Funktion wollen wir ausschließen, weil da kann ja alles Mögliche rauskommen. Und hier nochmal, was bedeutet überhaupt Nullfunktion? Dass es irgendwo ein Argument in den Definitionsbereich von g geben muss, bei dem der Wert nicht Null ist, beziehungsweise irgendein x aus dem Definitionsbereich von u, sodass u von x ungleich 0 ist. Also es muss irgendeine Zahl geben, die wir in g und u einsetzen und da am Ende nicht der Nullwert rauskommt. Damit schließen wir die Nullfunktion aus. Wenn wir eine gerade und ungerade Funktion haben, dann jetzt kommt die Aussage des Satzes, ist die Summenfunktion weder eine gerade noch eine ungerade Funktion. Wir wollen im Prinzip zwei Aussagen beweisen. Einmal, dass wir eine nicht gerade Funktion haben, und die zweite Aussage, wir haben eine nicht ungerade Funktion. Deshalb wird unser Beweis gleich in zwei Teile aufgeteilt. So, der erste Fall, die Summe ist nicht gerade. Und hier verwendet man einen Widerspruchsbeweis. Also wenn man etwas zeigen möchte, dass es nicht geht, ist ein Widerspruchsbeweis meistens eine sehr gute Idee. Was macht man bei einem Widerspruchsbeweis? Man nimmt an, dass eine Aussage, die wir widerlegen wollen, wahr ist, und zeigen mit logischen Schritten, dass aus dieser Annahme irgendein Blödsinn rauskommt. Und das bedeutet dann, dass unsere ursprüngliche Annahme nicht richtig war und damit nicht richtig sein kann. Also, angenommen, es existieren eine gerade Funktion g und eine ungerade Funktion u, die beide nicht die Nullfunktion sind, aber deren Summenfunktion gerade ist. Wenn das so ist, das bedeutet, dass g plus u an der Stelle minus x das gleiche ist wie g plus u an der Stelle x. Das ist die Definition von der Achsensymmetrie. Wenn das so ist, dann können wir die Definition der Summe einsetzen. G von minus x ist plus u von minus x ist gleich g von x plus u von x. Da g eine
gerade Funktion ist, ist g von minus x auch g von x. Und u ist ungerade, deshalb können wir dieses Minuszeichen sozusagen hier nach vorne ziehen. Auf der rechten Seite passiert erstmal nichts. Nun können wir auf beiden Seiten g von x abziehen. Was bleibt ist u von x minus u von x ist gleich u von x. Dann können wir auf beiden Seiten u von x nochmal abziehen. Damit ist minus 2 mal u von x ist gleich 0. Und damit u von x ist gleich 0. Das bedeutet, u von x, das gilt ja für alle x, ist die Nullfunktion, darf aber nicht sein. Und das ist ein Widerspruch zu unserer Annahme. Also muss diese Annahme falsch sein. Sowas existiert nicht. Damit haben wir gezeigt, wenn wir eine gerade und ungerade Funktion haben und beide von 0 verschieden sind, dann ist die Summenfunktion auf keinen Fall gerade. Okay, da die zweite Aussage, nämlich die Summe der beiden Funktionen ist nicht ungerade, sehr ähnlich ist, wird auch unser Beweis sehr ähnlich aussehen. Also Beweis von die Summe ist nicht ungerade, und auch hier nehmen wir den Widerspruchsbeweis, und auch hier behaupten wir, angenommen es existieren eine gerade Funktion g und eine ungerade Funktion u, die beide nicht die Nullfunktion sind, also hier mit u plus g ist eine ungerade Funktion, dann muss natürlich, wenn wir solche Funktionen gefunden haben, muss ja die Eigenschaft der Punktsymmetrie gelten, also g plus u an der Stelle minus x muss minus g plus u an der Stelle x sein, hier noch in Klammern. Jetzt kommt wieder die Eigenschaft der, was ist eine Summenfunktion an dieser Stelle? Das ist nichts anderes als g von minus x plus u von minus x, und das muss gleich sein, in Klammern, minus g von x plus u von x. So, zuerst lösen wir hier die Klammer auf, und dann erhalten wir hier minus g von x minus u von x. Die linke Seite haben wir abgeschrieben, da passiert erstmal nichts. Jetzt kommt die Eigenschaft der Funktion g, beziehungsweise die Eigenschaft der Funktion u. G ist eine gerade Funktion, also g von minus x ist das gleiche wie g von x, und u von minus x ist das gleiche wie minus u von x. So, die rechte Seite haben wir nun abgeschrieben. So, was machen wir jetzt? Wir können auf beiden Seiten u von x dazu addieren, dann verschwindet es auf beiden Seiten, und wir erhalten g von x ist gleich minus g von x. Nun addieren wir g von x auf beiden Seiten und erhalten 2 mal g von x ist gleich 0. Teilen durch 2 die beiden Seiten, g von x ist gleich 0, und zwar für alle x. Wir haben jetzt irgendwie kein spezielles x genommen. Das bedeutet, g von x ist gleich 0, und damit ist g die Nullfunktion im Widerspruch zu unserer Annahme. Also muss die Annahme falsch sein, und damit ist unser Satz vollständig bewiesen. Gut, so bewaffnet können wir uns jetzt an die eigentliche Aussage wagen und den Satz formulieren, so wie man das auch in den Büchern findet. Sei f eine ganz rationale Funktion, und zwar f ist genau dann eine gerade Funktion, wenn der Funktionsterm f von x nur gerade Exponenten enthält. Oder die zweite Aussage, f ist genau dann eine ungerade Funktion, wenn der Funktionsterm f von x nur ungerade Exponenten enthält. An dieser Stelle ganz wichtig, dass wir hier die Aussage haben, genau dann, wenn. Und das bedeutet nämlich, dass wir zwei Aussagen zeigen müssen. Und zwar, wenn wir nur gerade bzw. nur ungerade Exponenten in f von x haben, dann ist f gerade bzw. ungerade, und dass es die einzige Möglichkeit ist. Das bedeutet, hat f nicht nur gerade bzw. nicht nur ungerade Exponenten, dann ist f nicht gerade bzw. nicht ungerade. Das ist diese Aussage. Wenn es da diese gemischte Exponenten gibt im Sinne von gerade und ungerade, dann gibt es keine Symmetrieeigenschaft in diesem Sinne. Da wir im Prinzip zwei Aussagen beweisen müssen, wird unser Beweis auch gleich zweigeteilt sein.
Also erstens hat f nur gerade Exponenten, dann ist f eine Summe von Potenzfunktionen geraden Grades. Und nach Hilfssatz 1 und 2 ist f damit eine gerade Funktion. Warum? Wir haben Potenzfunktionen mit geraden Exponenten, diese sind gerade. Und wenn wir Funktionen addieren, die gerade sind, also achsensymmetrisch, dann ist die Summe auch achsensymmetrisch. Damit sind wir fertig. Angenommen, f ist eine gerade Funktion mit geraden und ungeraden Exponenten. Jetzt zeigen wir das, dass es keine andere Möglichkeit gibt, eine gerade ganz rationale Funktion zu basteln. Dann musste sich f von x schreiben als eine Summe von zweier Funktionen. Und zwar g und u. G steht wieder für gerade und u für ungerade. Und g hat nur gerade Potenzfunktionen als Summanden in sich und u die ungeraden Potenzfunktionen. Damit haben wir zwei Funktionen, die ungleich 0 sind. Und wenn wir diese addieren, können wir aber keine gerade Funktion erhalten, weil wir das in dem Hilfssatz 3 gezeigt haben, dass sowas überhaupt nicht möglich ist. Also diese Annahme wäre falsch. Das bedeutet, wenn wir eine gerade Funktion, eine gerade ganz rationale Funktion haben, dann funktioniert es nur dann, wenn alle Exponenten von x an dieser Stelle gerade sind. So, hier die gleiche Aussage für die ungeraden Exponenten. Hat f nur ungerade Exponenten, dann ist f eine Summe von Potenzfunktionen ungeraden Grades. Funktionen von ungeraden Grad sind punktsymmetrische Funktionen und als Summe davon muss f auch eine ungerade Funktion sein. Das sind die Aussagen des Hilfssatzes 1 und Hilfssatzes 2. Damit ist f eine ungerade Funktion. Und jetzt auch hier müssen wir irgendwie argumentieren, dass diese Funktion, dass eine ungerade Funktion nicht aus gemischten Exponenten gebastelt werden kann. Und der Beweis ist im Prinzip der gleiche wie hier. Auch hier machen wir eine Annahme. Angenommen, f ist eine ungerade Funktion mit geraden und ungeraden Exponenten, dann kann man diese geraden Exponenten wieder sortieren, irgendwie die geraden auf die linke Hälfte und die ungeraden auf die rechte Hälfte des Funktionsterms. Dann lässt sich f von x schreiben als Summe von Funktionen g und u, wobei wir in g nur die geraden Exponenten reinpacken und in u die ungeraden Exponenten, sprich auch die Potenzfunktionen. Und dann hätten wir eine ungerade Funktion f als Summe einer geraden und ungeraden Funktion geschrieben, was aber nicht möglich ist, weil es der Aussage des Hilfssatzes 3 widersprechen würde. Damit wäre die Aussage falsch. Und unsere Vermutung, die wir am Anfang hatten, dass die Symmetrieeigenschaften von Funktionsgraphen ganz rationaler Funktionen an den Exponenten, die da auftauchen, abzulesen ist. Somit ist das Ganze bewiesen.